Autoreparatur, billig, guten Tag. Hallo? Hier ist billig, Autoreparatur. Wie geht's denn so? Na gut, danke, wer ist am anderen Apparat? Mir. Ja. Mir, du kennst mich, ich bin's. Wir werden. Ich bin Paul Witte, ich bin der Boss. Ich kenne Sie nicht. Nee, worum geht's denn? Worum geht es? Na, ich habe Sie nicht angerufen, Sie haben bei uns angeklingelt. Hast du irgendwas auf dem Herzen? Nee. Du hattest nichts damit zu tun? Vielleicht hat mein Mann Sie angerufen, das weiß ich nicht, oder ein Kollege. Hören Sie auf, mir blöd zu kommen, Sie haben mich angeschissen. Wie bitte? Sie haben mich angeschissen. Nee, irgendwie sind Sie bei mir falsch. Du hattest nichts damit zu tun? Also bitte, nee. Wer dann? Wir sind hier eine Autoreparatur. Ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, worum es geht. Tut mir leid. Wer dann? Das kann ich nicht sagen. Dann müssen Sie sagen, wen Sie gerne sprechen möchten. Ich will in Ruhe gelassen werden, okay? Ja, ist okay, aber von uns aus ging nichts aus. Haben Sie sich wahrscheinlich doch verwählt. Sie klingen wie ein Vollidiot. Also bitte, bleiben Sie mal sachlich. Haben Sie ein Auto bei uns zur Reparatur? Fang nicht an zu glauben, dass du härter wirst, als du bist. Na, haben Sie ein Auto hier oder nicht? Also uns rufen dann die Kunden an wegen einem Fahrzeug. Ich weiß sonst nicht, worum es geht, wenn Sie einfach nur schimpfen. Da müssten Sie mir schon sachlich erklären, worum es geht. Was soll der Quatsch? Mit mir brauchen Sie nicht zu telefonieren. Ich weiß leider nicht, worum es geht. Und wissen Sie, Ihre Beschimpfung höre ich mir dann auch nicht an. Sie sind aufgeregt und fangen an, mich aufzuregen. Ja gut, dann wählen Sie bitte meinen Mann an. Rufen Sie bitte später nochmal an oder hinterlassen Sie eine Nummer, dass mein Mann Sie anruft. Ich will in Ruhe gelassen werden, okay? Auf Wiederhören. Das original verrückte Telefon.